Guten Tag, Freunde, ich grüße euch zurück zu einer neuen Folge von SpongeBob Schlachtung für Kini Bottom Rehydrated. Singen ist scheiße. Nein, singen ist schön, aber ich kann nicht singen. Das ist das Problem. Das letzte Mal haben wir Patrick. Patrick, bitte schrei noch lauter ins Mikrofon, Leon. Haben wir Patrick im Industriepark besiegt und sind jetzt im letzten Bereich von Bikini Bottom. Hier haben wir eigentlich auch schon alles erledigt. Generell sind wir jetzt mit Bikini Bottom fertig, wenn wir uns das hier mal angucken. Wir haben alle Pfannen, wir haben alle Socken. Ist das nicht toll? Ich finde das super. Und jetzt können wir ohne groß zu zögern eigentlich ins nächste Gebiet aufbrechen, was nicht nur irgendein Gebiet ist, sondern der Seetangwald. Ist es nicht besonderer als die anderen Gebiete, aber ich wollte trotzdem so tun, als wäre es das. Ist nicht jedes Gebiet besonders. Und ist nicht, wenn jedes Gebiet besonders ist, kein Gebiet besonders. Ach ja, ach ja. Was ich aber über den Seetangwald sagen kann, dass er zwei Abschnitte hat, die mich damals gecontentblockt haben. Seetangwald war auf jeden Fall damals mein Nemesis. Seetangwald, eine interessante Gegend mit vielen Sehenswürdigkeiten. Für all jene, die sich nicht hoffnungslos verlaufen. Hat auf jeden Fall zwei Contentblocker. Oh, geh noch weiter. Tot. Okay, hat auf jeden Fall zwei Content-Blocker, die früher, ja, so bin ich auch immer, wenn ich damals, gespielt habe und bei der Rutsche hier ankam. Zum einen wegen der heftigen Rutsche, heftig, und zum anderen wegen einer anderen Stelle, bei der ich wahrscheinlich auch dieses Mal wieder verzweifeln werde, weil die mich immer wieder verwirrt. Alter, die schlägt mich, die hat sogar Finger. Gruselig, ich, bam, bam, badam. Aber schöne Musik. Ich halt's nicht aus. So. So, erstmal euch weg. Versuch. Bam! Das war geil. Hat mir gefallen. So, auch hier werde ich bestimmt wieder 87 Sacken vergessen. Die gibt's ja eigentlich. 7! Und Menschen zu sammeln. Schön. Klingt wie so ein bisschen betrunken. Dreifacher Schrecken. Yep, das ist wahr. Die Gegner sind auf jeden Fall lustig. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Am besten warten wir, bis der fertig ist mit seinem Charakter, weil irgendwann dürfte er, glaube ich, aufhören. Weiß auch nicht, dann springe ich halt einfach rüber. Der Witz ist, dass man halt alle drei Gegner... Gut gemacht. Richtig kompetent gewesen. Dass man alle drei Gegner gleichzeitig, beziehungsweise nicht gleichzeitig kaputt machen muss, aber dass alle drei tot sind, bevor sie sich wieder respawnen. Ja. Ups, was war mit der Kamera los? So, jetzt aber. Geht doch kaputt. Ja, geht weg. Oh, Alter. Bin ja gar nicht weggeflogen. Ich guck mich gerade mal um. Ah, warte mal. Hier dämmert mir noch was. Ja, tatsächlich. Es ist interessant, dass ich so eine komischen Socken irgendwie noch im Gedächtnis habe. So manche, die einfach sagen, hey, komm mal auf die kranke Scheiße, die von dir verlangt wird. So, weg mit dir. Mit euch beiden auch. So, und jetzt sind sie weg. So, hallo Mrs. Puff. Hey Mrs. Puff, der Unterricht findet doch heute nicht hier statt, oder? Nein, SpongeBob. Wieso fragst du? Du glaubst doch nicht, dass wir den Unterricht hierher verlegen, um uns vor dir zu verstecken, oder? Wie albern. Ich sammle Zweige für den Winter. Ja, genau. Mhm. Ach, kann ich helfen? Ich habe ein Verdienstabzeichen fürs Zweige sammeln. Eigentlich könntest du mir bei etwas anderem helfen. Diese Roboter sind aufgetaucht und haben die Schüler, ich meine die Camper, in den Wald verscheucht. Jemand muss losgehen und sie suchen, bevor der Ranger kommt. Der Ranger. Ich helfe Ihnen, Mrs. Puff. Ich bin der richtige Schwamm für diesen Job. Ranger. Danke, SpongeBob. Ich sorge auch dafür, dass du eine schöne Belohnung bekommst, wenn du alle findest. Mhm. Einen. Egal. Pot-O-Head. Habe ich bis heute nicht verstanden, was das soll. Komm da nicht rein. Frech. Haut man ja nicht ab? Nee, tut man nicht. Okay, da ist ein Camper. Können wir dich schon retten? Nee. Da komm ich wohl nicht hin.
Einfach so zumindest nicht. Wie komme ich denn da hin, wenn ich mal fragen darf? Okay, irgendwie wahrscheinlich über den Rand oder so. Ach, der Seetang war halt auch so ein Gebiet, was ich nicht so häufig gespielt habe, weshalb ich da auch ein bisschen raus bin, sage ich mal. Oh, ach nee, ach so. Das ist eine Bushaltestelle. Wie war denn das nochmal? Man kann ja auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie so eine Jump-Pad-Liane, schönes Wort, rausfahren lassen. Irgendwo. Aber wie und wo? Warum? Ich gehe einfach mal ein paar Meter weiter. Vielleicht findet sich dort die Lösung. Man weiß es nicht so genau. Genau meine Größe. Zum Beispiel da unten. Ja, den Sprung dahin könnte ich auf jeden Fall schaffen. Aber nee, warte mal, man geht dann hier oben rüber wahrscheinlich, ne? Dreifache Schrecken! Naja. Sehr leise. Ich finde das auf jeden Fall ein bisschen undurchsichtiger, wichtiger als früher. Wo man jetzt hinspringen. Also, wo. Wie. Ja. Egal. Okay, hier ist ein Knöpf. Oh, wie ging denn der Kack nochmal, ey? Uff. Ich bin so raus aus dem Seetang, Wahrheit. Es ist so lang her. Wollen wir mal versuchen kommen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Der Seetangwald. Nee, eigentlich, wenn ich gerade mal so nachdenke, eigentlich kein so gutes Gebiet, finde ich. Jetzt sage ich jetzt nicht, weil ich gerade verkacke, sondern hauptsächlich, weil ich mich daran erinnere, an diese eine Kackstelle, die wir bald machen müssen, dann diese Rutsche. Also irgendwie nicht so. In der PC-Version das erste Gebiet übrigens. Warum hältst du den nicht fest, du Schlampe? SpongeBob ist so eine Schlampe. Oh! Bringt das was? Also wenn ich hier Patrick herhole. Ey, ich bin so raus, ne? Was ist das hier? Ich erinnere mich einfach so gar nicht. Holy moly. Oh, mit dem Knopf, den kann ich drücken. Schön. Aha. Toll. Freut mich. ja. Okay. Meinetwegen. Okay. Okay, da wäre schon mal ein bisschen was. Wir drücken mal alle Knöpfe, die wir irgendwie drücken können, würde ich einfach sagen. Generell eine gute Idee. Jetzt nicht gequallen. Ich glaube halt, eigentlich soll man hier mit Patrick gerade hin. Darf hier noch gar nicht sein, ist verboten. Ich hoffe auch nicht, dass es hier irgendwie zeitlich bedingt ist oder so ein Blödsinn. Nein, ich glaube nicht. Oder temporär, wenn ich irgendwie sterbe, dass dann wieder resettet ist. Da ist auf jeden Fall so mein Camper, das ist gut. Tada! Film muss ich nur finden und das war's. Geh weg. Wenn ich aber boxen müsste und dann würden die wieder zurück zum Puff fliegen oder so. Okay, haben wir das schon mal hier gefunden? Das ist doch gar nicht so verkehrt. Ich meine, irgendwie bin ich immer noch hauptsächlich verwirrt, weil irgendwie. Wie mache ich denn die Patrick-Scheiße? Ah, oh. Oh, okay. Da oben ist eine Socke. Genau meine Größe. Wisst ihr mal? Das könnte jetzt knackig werden. Geh einfach hoch. Oh, okay. Wie eine Frühlingsbrille. Reicht, würde ich sagen. Noch ein Pfund für Patrick. Patrick. Okay. Boah, Alter, das verwirrt mich so, ne? Da unten ist auf jeden Fall ein. Eine Melone. Da kann ich wechseln. Komm ich zu diesem hässlichen Camper da? Einfach abballern. Es kann losgehen. SpongeBob Mission Control? Das erlaubt mir der Zeit. Oh Gott. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Boah, ganz ehrlich, ich muss da so hochkommen. Cheaten. Komm. Ich bin der Meister da drin.
wenn es darum geht, mich cheaterhaft irgendwo hoch zu bumsen, dann bin ich da echt verhältnismäßig gut drin. Schaffe ich häufiger, als man denkt vielleicht. Aber hier leider nicht. Das so irgendwie gedacht? Nee. Oh Mann. Alter, irre ich mich hier. Verirre ich mich hier. Ist ja der Wahnsinn. Ich laufe erstmal weiter. Was schon. Moment. Hehehe. Fährt er wieder zurück, die Sau. Tschüss. Ah, okay, da komme ich auf jeden Fall zu dem. Uiuiui, das breit ja gar nicht ab. Ups. Ja, okay, komme ich glaube so rüber. Ja, machen wir lieber nicht. Okay, damit öffne ich das Ding da hinten. I see, I see. Das ist auch schön. Mio. Unsere neue Fähigkeit, die ist ja auch irgendwie gefühlt langsamer als früher. Doch, okay. Habe verstanden. Ich habe verstanden. Ja, wie ich da jetzt drauf komme, habe ich wieder vergessen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt komme ich zum Camper. Tada! Ah, und so ist es eigentlich gedacht hier. Ach so. Das muss man, glaube ich, alles eigentlich mit Patrick machen und ich habe mich hochgecheatet, kann das sein? Ja, der Knopf. Okay, ich habe das einfach abgekürzt, ohne Patrick. Aber dann ist ja noch so eine Plattform und die ist, glaube ich, schon relevant. Dann mache ich den Weg mal ganz regulär. Wird schon Sinn haben. Wird schon einen Sinn haben. Ach ja. Muss mir gerade einfällen, ne? Wir müssen auch irgendwie noch die Trophäen mit Patrick und Sandy bekommen. Es gibt ja. Achso, da muss ich lang. Es gibt ja. Wir haben ja schon die Trophäe 100 Gegner mit SpongeBob besiegen bekommen. Und die gibt es halt für alle Charaktere. Und da von den anderen bin ich noch weit entfernt. Also irgendwie. So ein bisschen müssen wir daran arbeiten. Boing, das geht nämlich zum Glück. Das ist ganz nett. Hübsches, hübsches Ding. Auch gleich mal Checkpoint. Nett. Ja. Das dürfte auch funktionieren. Guck mal, da haben wir sogar eine Maschine. Oh. Moment. Ich bin cool. Moment, muss ich da erstmal irgendwie was. Das muss ich erstmal irgendwie hochholen. I mind it. Seht ihr irgendwo einen Knopf oder so? Muss ich mir die Lerne nach oben bringen, damit das fette Ding, oder? Nee, oder? Warte mal. Oder bin ich dumm und kann springen mit der Melone auf dem Kopf? Nee, oder? Das ging doch nicht. Moment. Nein. Das ist ziemlich hoch. Ja, das Problem ist halt, ne? Even if, ich meine, das Ding da unten, das bringt mich nur zurück. Und das da muss halt schon irgendwie so kommen, dass ich hier direkt vor der Fresse so ein Ding habe. Mama. Okay, wisst ihr was? Dann werde ich einfach mal YOLO polon. Warte mal. Lass mal dich weg hier. Dich auch. Der Roboter hat Bumm gemacht. Ein bisschen farmen mit Patrick, ne? Ist ja auch nicht verkehrt. Für die Trophäe. Hey. Hier noch lang, ne? Das ist ja auch noch neu hier unten. Beziehungsweise dann hier lang. Da kann ich einfrieren, da kann ich mir die Socke holen, okay. Socke ist nett, aber irgendwie auch nicht das Wahre. Ist aber nicht das, wo wir gerade lang geklettert sind, oder? Doch.
Ich hab nichts gesagt. Ich bin so dumm und dick. Okay, komm. Dann hol ich mir erstmal die Socke. Oh. Hat früher auch nicht passiert gefühlt. Ja, bewusst gefühlt. Ach ja. Ich erinnere mich, früher im Seetangwald, als ich... früher im Seetangwald, ja. Früher, als der Seetangwald noch üppiger war. Nein, als ich das Original-Let's Played habe. Da war Tim dabei im Seetangwald. Das weiß ich auch noch. Aber mittlerweile mögen wir uns ja nicht mehr, deswegen geht es leider nicht. Nein, Spaß. Hört doch wieder auf? Oder eher so nicht so? Eigentlich hört er doch wieder auf irgendwann. Wie soll ich jetzt eigentlich rankommen, Kollege? Danke. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er wieder dabei gewesen wäre, aber das ist schwierig. Es ist schwierig geworden. Ich peile das Rätsel nicht. Alter, du bist fett. Halt dich doch einfach da an dem Wix fest. Ich peile nicht, wie ich das Ding darüber bekomme. Entweder fehlt irgendwo ein Knopf oder ich bin zu dumm. Ich möchte beides nicht ausschließen an dieser Stelle. Oder kann ich das irgendwie... Oder kann ich einfach... Zu weit weg. Mann! Das macht mich fertig. Radiolopolo, ne? Vielleicht ist hier... Ich weiß auch nicht, was ich darunter verstehe. Aber vielleicht ist da unten irgendwo noch ein Knopf. Der einfach nur hier irgendwie hinter ist oder so. So hier so oder so. Ich weiß es halt nicht mehr. Es tut mir auch wirklich ein bisschen leid. Ich kann ja nicht mehr alles wissen. Gut, dann hole ich mir halt den Pfannenapparat. Oh Junge! Schön. So, wo kommen wir hier hin? Seetangsumpf. Ja, schön. Da möchte ich aber noch nicht. Ich will erstmal da oben hin und den Camper finden. Scheiß Camper. Ja. Die mit den AWPs, die sie da sitzen. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Langsam auch. Ein bisschen am Ende mit meinem Latein. SpongeBob könnte ich mich hier eigentlich noch ein bisschen schicker umgucken. Der Rakete. Ich weiß das nicht mehr. Hässlicher Camper. Hässlicher Camper. Ich will das selber rausfinden. Ups. Warte mal, hier ist ja auch schon so ein Apparat, ne? Ist ja irgendwie auch ein bisschen verdächtig. Dann war ich überall, ne? Ja. Oder? Ja, doch, klar. Da waren wir überall. Ist noch der eine Camper da und ich weiß nicht... Dreifache Schrecken! Wie ich denn komme. Ups. Weg. Au. Au. Ich wollte gerade irgendwas gucken. Genau. So. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Say hello to my new friend. Ja, ich hätte gehofft, dass da irgendwie was ist oder so. Ich peil's nicht. Ey, es tut mir gerade echt ein bisschen leid, aber ich bin echt hart zu doof gerade. Tut mir leid, bestimmt denke ich alles schon so. Wie eine Frühlingsbrise. Leon, bitte. Erlöse uns von diesen Qualen und mach jetzt einfach das, so wie jeder Mensch es nach 3 Sekunden eigentlich schon längst gewusst hat. Aber so weit bin ich leider noch nicht. Tut mir leid. Hm. Ich meine, ich komme hier überall lang mit Patrick. Das ist ja richtig. Aber da komme ich nicht weiter. Kann nicht sein. Ich will zu dem Camper. Hässlicher Camper-Wichser. Ich hasse dich. Theoretisch, die Plattform da unten ist ja auch irgendwie neu.
Wow. Wie rum ich diesen Turn gerade gemacht habe. Lässt sich irgendwie auch. Es kann losgehen. Jetzt sehen wir auch ein bisschen beschissener Länge als früher. Wie komme ich darüber? Hat das da unten was zu bedeuten? Das Jumppad habe ich auch noch nie benutzt, aber ich glaube, es bringt mich einfach nur wieder hoch, ne? Ne, es bringt mich wieder hoch, weil ich da unten eingefroren habe. Ich weiß selber nicht, welche ich benutzt habe. Hier, warte mal. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Okay, das ist definitiv nicht der richtige Weg, aber ich kann einfach darüber springen. Was ist das denn? Der Sprung sah irgendwie viel weiter aus. Tut mir leid. Also es ist halt immer noch berechtigt, weil es war nicht der richtige Weg. Ich soll eigentlich mit Patrick rüber, aber muss ja scheinbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bin nur in dem Anfangsgebiet hier rumgeschimmelt. Alter Schwede, war echt schlecht heute. Aber wird besser, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das lila Objekt, da werden wir leider nicht bekommen. Schade. Ja, genau.